Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und die letzte Reitsportfestivalwoche ist immer noch im Gange. Ich erinnere auch in diesem Video nochmal daran, dass das Festival nächste Woche Mittwoch, jetzt muss ich mal gucken, was das für ein Datum ist, am 3. Mai enden wird. Das heißt, falls ihr euch noch irgendein Event-Pferd holen wollt, irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder Klamotten für euch und euer Pferd holen wollt, das ist wirklich nur hier. Zu dieser Zeit zum Reitsportfestival gibt, dann macht das wirklich noch bis nächste Woche Mittwoch, bis zum 4. Mai, nee, 3. Mai, sorry, bis zum 3. Mai, weil dann ist alles weg und dann kommt das erst nächstes Jahr wieder. Genau. Sammelt noch Marken, tauscht sie ein, sammelt noch schön Spieler-XP von den Quests, viele Pferde-XP, falls ihr noch Pferde zum Leveln habt. Das lohnt sich in der letzten Woche nochmal richtig. Und ja, wir gucken uns in diesem Video nochmal ganz kurz an, was denn noch alles so vom letzten Reitsport-Festival-Update reingekommen ist. Es wurden nämlich zwei NPCs überarbeitet, einmal Big Bonnie und einmal Frau Holdsworth. Und ich stehe hier gerade bei Frau Holdsworth und schaut sie euch an. Die alte Dame. Krass. Also kein Vergleich zu vorher. Guckt euch mal hier die Animation an, wie sie ihre Brille putzt, mal kurz anguckt und dann wieder auf den Kopf aufsetzt. Also die Brille ist tatsächlich nicht festgeklebt an ihren Kopf. Sie kann sie tatsächlich abnehmen. Finde ich mega cool. Da können wir mal generell so über ihr Outfit sprechen. Also das ist halt wirklich so alte Lady Landlebensstyle, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber sieht richtig cool aus, ne? Mit diesen Grün und mit diesem Honiggelb. Dann noch so mit dieser blümeligen Schürze und dem Rock und die Stiefel. Also mega cool. Dann hat sie noch eine Kette um. Was ist denn da auf der Kette drauf? Was ist das denn? Eine Pflanze. So ein kleiner Setzling. So sieht das aus. Voll schön. Richtig schön gemacht. Dann hat sie hier noch so kleine Beutelchen am Gürtel. So eine Steinkette, so ein Steintalisman, so ein Glücksbringer. Hier hat sie noch ein paar Blümchen. Also auch wieder sehr detailreich. Sieht richtig cool aus. Doch ihr Gesicht sieht wirklich sehr cool aus. Es zeugt auf jeden Fall von Charakter. Ja, ich finde die alte Dame toll. Also auch, guckt auch mal die Details im Gesicht. Mit den Punkten und den Falten und überall. Das ist krass, ne? Wow. Hat Star Sable sehr gut gemacht. Ja, das ist die neue Frau Holdsworth. Ich stelle mich mal kurz neben sie, mal zu gucken, der Unterschied, ne? Wie sie aussieht und wie wir aussehen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wirklich. Richtig, richtig krass. Ja, das ist die neue Frau Holdsworth. Jetzt gucken wir uns mal Big Bonnie an. Und da gibt es noch eine ganz kleine Mini-Quest hier über den Müll. Man kann nämlich Müll sammeln und den Müll noch gegen Frühlingsmarken eintauschen, wenn ihr denn unbedingt noch Frühlingsmarken braucht. Wenn nicht, dann könnt ihr das auch gerne weglassen. Ich gucke mal kurz. Ich habe gerade 93 Mal Müll in meinem Rucksack. So, genau. Und Big Bonnie steht jetzt hier beim Eventplatz, ne? Hier ist der Brunnen, hier sind die Pferde mit den ganzen Shops, ne? Da ist der Kleiderschrank und hier dazwischen steht die neue Big Bonnie mit ihrem mechanischen Horse. Und auch sie sieht richtig gut aus. Heiliger Bimbam. Ja, das sieht so leicht schottisch aus vom Kleidungsstil her, ne? Sie hat hier wie nennt man denn diese Art von Mütze? Das hat auch einen ganz komischen Namen. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Aber das Muster finde ich toll. Das Karo-Muster, das gefällt mir sehr gut. Spiegelt sich ja auch überall wieder, ne? Im Oberteil, ne? In diesen... Ist das ein Wrack? So ein Wrack, ne? Ja, ich glaube schon. Hier unten an den Socken auch. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott, mit diesen goldenen Knöpfen und die Schuhe und alles sowas. Da hat sie noch so eine richtig schöne rote verzierte Weste. Oh, so viele Details. Das ist so cool. Guck mal, die ist richtig schön blümelig hier. Toll. Dann hat sie hier an der Seite noch so eine Werkzeugtasche. Und so eine kleine Umhängetasche für Werkzeug. Mit Schraubenschlüssel und all sowas. Mega cool. Ups. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Hilfe. Und dann hat sie hier nochmal ein bisschen Werkzeug in der anderen Tasche. Und ja, ihre Brille hat sie immer noch auf den Kopf. Finde ich mega. Hier, mit diesen zwei extra Lupen in der Brille noch drinne, damit sie noch besser sehen kann. Ja. Wie eine integrierte Lupe in der Brille. Finde ich nice.
Finde ich gut. Auch hier sehr, 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 sehr viele Details in der Haut, im Gesicht. Die Haare sind doch gut gemacht, hä? Ja, also das ist unsere neue Big Bonnie. Cool, oder? Mega. Sie sieht richtig stylisch aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Richtig, richtig krass. So, dann sprechen wir hier aber erstmal mit Tan. Die hat zwei kleine neue. Zu viel Müll und eine erfinderische Lösung zur Rettung der Planeten. Okay, zu viel Müll. Isabel, du bist ein wunderbarer Anblick für meine müden Augen. Oh, danke schön. Ich freue mich ja, dass unser Festival so viele Besucher anzieht. Aber wie kommt es, dass überall Müll herumliegt, wo wir doch zahlreiche Mülltonnen aufgestellt haben? Ich finde die Mülltonnen nicht, aber egal. Jemand hat sogar direkt vor meiner Nase Müll auf den Boden geworfen. Wir hatten Augenkontakt dabei und alles. Ich kann nicht fassen, dass jemand sowas macht. Ja, solche Leute gibt's aber leider immer wieder. Ich bin so sauer. Kannst du mir bitte helfen, Ordnung zu machen? Aber natürlich. So. Genau. Tausend Dank. Puh, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, zu berechnen, wie viele Mülltonnen pro Person wir brauchen. Aber es wird wohl einfach immer Schmutzfinken geben, die es nicht schaffen, ihre Essensverpackung in der Hand zu behalten, bis sie an der nächsten Mülltonne vorbeikommen. Ja, das ist richtig. Ist wie im echten Leben. Ich könnte also bald wieder deine Hilfe brauchen. Gerne. Ja, ich habe jetzt aber tatsächlich gar nichts gemacht. War das so eine... Hä, war das eine leere Quest? Ist ja gar nichts passiert. Egal. Du kommst genau richtig. Ich gebe gerade alles, damit das Festival so perfekt wie nur möglich wird. Aber alleine schaffe ich es nicht. Könntest du die... Was? Exzentrisch aussehende Ingenieurin begrüßen, die da neben dem Metallpferd steht? Danke, ich wusste auf dich es Verlass. Ach, du meinst Big Bonnie. Ja, sag doch ihren Namen, Mensch. So, Müll aufsammeln. Genau, hallo, hilfst du mir nochmal? Ja, das hatten wir doch gerade. Ach, jetzt kann ich Müll einsammeln. Ach ja, gucke mal. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch einfach. Dort liegt Müll. Tada. Und da oben liegt noch einmal Müll. Und da unten beim Festival. Warum bin ich eigentlich nicht gleich direkt zum Festival gelaufen? Anstatt einmal... Naja, ist egal. Also manchmal verstehe ich mich selber nicht, aber gut. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Hoppala. Hoppala, wo renn ich denn hin? Wo ist denn hier noch Müll? Da unten. Okay, dann reiten wir mal nach unten. Waren die NPCs hier auf dem Festgelände schon immer da? Oder sind die jetzt mit dem Update auch dazu gekommen? Ich habe nämlich gerade Maya gesehen. Aber die war vor dem Mittwochs-Update, glaube ich, noch nicht da. Oder ich habe sie einfach nur nicht gesehen. So, wie viel Müll brauche ich denn noch? Ja, gut. Die schmeißen ihren Müll wirklich überall hin. So, einmal Müll brauche ich noch. Wo ist es? Wo ist es? Hier. Da ist es. Okay, perfekt. Das sind doch immer so riesige Müllstücke, ne? Hält doch überhaupt nicht auf. Dann, ich habe alles eingesammelt. Guck mal, bist du stolz auf mich? Ja, ich bin stolz auf mich. Danke, dass du uns hilfst, das Festivalgelände schön zu halten. Ja, gerne. So, das brachte nochmal 100 Pferde-XP, 100 Jorvik-Schillinge und ein paar Marken. Jetzt müssen wir nochmal mit der hübschen neuen Big Bonnie sprechen. Scraps, Scraps, wo in aller Welt Jorviks steckt diese Katze? Oh, ich habe Gesellschaft bekommen. Hallöchen. Ach ja, die Katze ist wieder weg. Picknicken, rennen, Fohlen, die auf dem... Was? Nochmal bitte. Picknicke, Rennen, Fohlen, die auf den Wiesen herumtollen. Das Reitsportfestival ist im vollen Gange. Ich nehme an, du bist hier, um zu erfahren, was ich dazu beitrage. Ja. Ist dir der Müll aufgefallen, der überall auf Jorvik verstreut liegt? Manches davon ist sicher nur noch Abfall, aber für alle, die ein geschultes Auge haben, kann sich Müll in Gold verwandeln. Nun, vielleicht nicht wirklich in Gold, aber du weißt, was ich meine. Wenn du mit dem stattlichen Kerl hier drüben Recyclingmaterial gibst, bekommst du dafür Frühlingsmarken. Ist das nicht cool? Müll gegen Marken? Das ist cool. Es ist wichtig, dass wir uns um unseren Planeten kümmern und um das, was wir haben, sinnvoll nutzen. Das, was wir haben, sinnvoll nutzen. Oh, und wenn du meine Katze Scraps siehst, sei doch so lieb und bitte sie hierher zu kommen, ja? Scraps, wo bist du, mein kleines Schrottkätzchen? So, dann können wir das tatsächlich machen. Wir können einmal 5-mal Recycling gegen eine Marke tauschen. Was? Nein, ich wollte nochmal eintauschen. Wir können
10-mal Müll gegen 2 Marken eintauschen und 20-mal Müll gegen 4 Marken. So, das habe ich jetzt gemacht. Mehr kann man am Tag nicht machen. So, ich habe jetzt nur noch 58-mal Müll. Ich hatte ja vorher über 90. So, das haben wir gemacht. Und dann suchen wir mal die Katze. Wenn ich mich recht entsinne, war die letztes Jahr irgendwo hier. Dann konnte man die Katze ansprechen. Wenn man die angesprochen hat, ist die zu Big Bonnie zurückgelaufen. Ich weiß aber nicht, ob die dieses Jahr wieder hier hinten in der Ecke sitzt. Oder ob die woanders sitzt. Also wenn ihr so eine, ja, dreifarbig gepunktete Schrottkatze seht, dann sprecht sie an. Dann wird sie auf jeden Fall wieder zu Bonnie zurücklaufen. Ich finde sie nur gerade nicht. Oder hat sie sich hier irgendwo versteckt? Nee, nee, leider nicht. Okay, schade. Ich dachte, ich finde sie noch, aber... Nee, sieht nicht so aus. Oder sitzt sie hier vielleicht irgendwo bei den Haustieren? Kann ja auch sein. Oder sie haben es dieses Jahr weggelassen. Na gut. Egal. Nicht so tragisch. So, ihr Lieben, das war es aber tatsächlich auch schon von dieser Folge, würde ich sagen. Ja, doch von dieser klitzekleinen Mini-Quest, die noch dazugekommen ist. Ich finde es, wie gesagt, richtig cool und auch sehr überraschend, dass Frau Hurzwurf und Big Bonnie überarbeitet wurden. Also, es wurde auf jeden Fall höchste Zeit, wirklich höchste Zeit. Wir haben auch noch so viel NPCs, die auf jeden Fall auch noch überarbeitet werden müssen. Wie zum Beispiel die Moorlands, die ja auch eine sehr große Rolle in der Story-Quest spielen, auch in der Hauptstory-Quest. Ne? Das sind ja so die ersten NPCs, die man in Star Stable kennenlernt. Natürlich noch Steve. Das ist auch ein relativ wichtiger Charakter. Der müsste auch mal eine Überarbeitung kriegen. Und ach, da gibt es noch so viele andere. Ne? Aber das sind halt so die Leute, die relativ wichtig sind. Und ich freue mich, dass SSO sich jetzt um Big Bonnie und Frau Holzwurf gekümmert hat. Also ich finde die beiden alten Damen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Sehen auch wirklich echt cool aus. Viele Details. Und ich bin mit der Überarbeitung tatsächlich echt zufrieden. So, das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und unterhalten. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Valentina, du läufst mir bis zum Schluss durchs Bild, du miese Kr...